Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil. Mond-Pluto-Konjunktion im Steinbock im achten Haus auf Wassermann-Graden. Wassermann-Grade von 25 bis 27, 30. Und wir wissen, dass Mond-Pluto-Aspekte zu den schwierigsten Aspekten im Zodiac gehören, weil sie sehr mit Machtausübung zu tun haben, aber auch mit dem Leiden unter Machtausübung. Also das heißt, eine Mond-Pluto-Konjunktion bedeutet in einem Radix zum Beispiel, dass man mit dem Thema Zwanghaftigkeit immer wieder in Berührung kommt. Also das heißt, dass man von Ideen zum Beispiel besessen ist, oder dass man zum Beispiel von Partnerschaften besessen ist, dass man einfach diese Intensität braucht. Ja? Mond-Pluto ist für mich der wahrscheinlich intensivste Aspekt von allen möglichen Aspekten. Das heißt, hier geht es wirklich um extremes Leid. Ja? Hier geht es um extremes Leid. In einem Radix würde eine Mond-Pluto-Konjunktion zum Beispiel bedeuten, dass die Mutter Mond große, große Macht ausgeübt hat. Also das heißt, die Mutter war regelrecht kontrollbesessen und hat das Kind rund um die Uhr überwacht, hat das Kind sozusagen komplett überlagert und hat sozusagen dem Kind die eigene Meinung genommen, die eigene Entfaltungsmöglichkeit. Das heißt, das Kind war quasi gekettet. Ja? Und daraus resultiert natürlich im späteren Leben ein Erwachsener, welcher seinerseits versucht, andere Menschen zu kontrollieren. Und eines der Kontrollspiele von Mond-Pluto ist zum Beispiel völlige Unterwerfung. Ja? Der Mensch, der sich unterwirft, sozusagen spielt das plutonische Machtspiel von der Minusseite. Du weißt ja, eigene Wichtigkeit kann sich ausdrücken durch Unterdrückung von anderen, aber auch durch die Opferrolle. Und Mond-Pluto geht auch in die Opferrolle, wenn zu viele Planeten im Radix zum Beispiel weiblich gestellt sind. Ja? Also entweder in Wasserzeichen stehen oder in Erdzeichen. Sobald mehr Planeten in männlichen Zeichen stehen oder zum Beispiel die Mond-Pluto-Konjunktion in einem feurigen, luftigen Zeichen steht, kann es sich auch um eine Täterkonstellation handeln. Also es ist nicht so leicht zu sagen, wie sich das jetzt auswirken wird, aber es hängt mit eben zum Beispiel hier in der 42, mit dem Erdrücken von Liebe zusammen. Es ist die Macht der Liebe, die totale Bevorratung wäre wieder was anderes gewesen. Und schauen wir mal, who is who? Wer ist der Mond, wer ist der Pluto? Zunächst einmal erkennen wir Mond als Herrscherin des ersten Hauses, also Geburtsregentin, und auch als Herrscherin des zweiten Hauses. Schauen wir uns mal die Grade an. Da können wir eine Zusatzinformation herauslesen. Wir sehen hier Aszendent auf 4 Grad 32 Krebs. Von 2 Grad 30 bis 5 Grad haben wir Stiergrade. Das heißt, auch der Aszendent erzählt schon etwas über das zweite Haus. Denn Stiergrade handeln von Geld und Besitz. Und immer wenn der Herrscher von 1 im achten Haus steht, dann haben wir es, richtig, mit einem großen Geheimnis zu tun. Also das heißt, hier wird etwas unter den Teppich gekehrt. Hier soll etwas im Verborgenen bleiben. Ich habe immer wieder Horoskope gehabt von Menschen mit Herrscher von 1 in 8 und die waren sehr verschwiegen, die waren sehr diplomatisch, die waren sehr abwartend, weil Herrscher von 1 in 8 hat auch immer den Beigeschmack eines Skorpion-Aszendenten und wir wissen, Skorpion-Aszendent ist sehr verschlossen, ist sehr, wie sagt man, sehr klug, aber auch immer kampfbereit. Ja? Aszendent Skorpion ist sozusagen für mich immer wieder der Kämpfer gewesen. Nie unterschätzen, Aszendent Skorpion wird man selten unaufmerksam erwischen. Aszendent Skorpion ist sehr, sehr, sehr bewusst im Hier und Jetzt. Ja? Also weil er ja immer Angst vor Bedrohung hat. Ja? Ganz, ganz interessant. Aber nicht zu sehr im Aszendenten Skorpion abgleiten, bleiben wir hier beim Herrscher des ersten Hauses. Das heißt, Herrscher von 1 auf Stiergraden im achten Haus könnte zum Beispiel bedeuten, weil der Aszendent Krebs sagt mir ja schon, dass es jetzt in diesem 28-Tages-Zyklus um das Thema Volk, Heimat,
Verzeihung, Grund- und Bodenhäuser, Immobilien geht. Also alles, Familie natürlich auch, ja, Familie. Und das heißt, ich erkenne aus diesem Aspekt, nur aus der Besetzung, weil Pluto ist noch gar nicht dabei, nur aus der Besetzung von Herrscher von 1 im Krebs, im 8, großes Leid im Zusammenhang mit den Themenbereichen, wie gesagt, Familie, was habe ich noch gesagt, Familie, jetzt stehe ich ein bisschen auf der Leiter. Gut, lassen wir es mal beim Thema Familie, beim Thema Heimat bewenden, mehr fällt mir im Moment nicht ein. Und gleichzeitig haben wir es auch mit Stiergraden zu tun. Das heißt, Herrscher von 1 auf Stiergraden im 8. Haus kann auch für Geldverluste stehen. Und jetzt gibt uns der Pluto eine Zusatzinformation, und zwar hängt es jetzt mit dem Thema 6. Haus zusammen. Das hängt generell für das Thema Krankheiten zusammen, kann auch für die niedrigen Beamten stehen. Es kann jetzt natürlich auch für die Kontrollbesessenheit niedriger Beamter stehen, aber ich glaube das nicht. Mein Gefühl sagt, dieser Aspekt will uns etwas ganz anderes sagen. Wir sehen hier im 6. Haus, wie wir das schon so lange gewohnt sind, das Frostschutzthema. Das ist ja das, was uns wirklich unter den Fingernägeln brennt. Jeden Tag sterben so viele Menschen und wir können es uns nicht erklären dürfen wollen, brauchen müssen, also dürfen ist, glaube ich, das bessere Wort. Wir können es uns nicht erklären dürfen, warum sozusagen hier plötzlich und unerwartet so viele aus unserer Mitte gehen. Ja, das ist sehr bemerkenswert. Und hier sehen wir das Frostschutzthema, meines Erachtens ganz stark. Herrscher von 6 in 8, starke Machtausübung, ja, extreme Machtausübung. Warum extrem? Na, weil sie im Steinbock ist. Steinbock ist ja unnachgiebig. Steinbock ist ja das Prinzip der Konstanz. Das ist wie der Bulldozer, der zentimeterweise sich voranarbeitet. Nicht langsam, aber mit einer unendlichen Schubkraft. Ja? Also das heißt, hier haben wir eine unglaublich starke, mächtige Geschichte, die jetzt in meiner Interpretation, ja, nach 1, 2, 3, 4, ich habe 4,6 gerechnet, ungefähr, ja, nach 4,6 Häusern, das sind mal 2,3 periodisch, glaube ich, das habe ich gesagt, 11 Tage, das heißt, wir kommen hier auf den 8.12.2022, da wird meines Erachtens etwas sehr Tiefgründiges erscheinen, ja, erscheinen. Ob es enthüllt wird, werden wir sehen. Ich hoffe es. Ja? Ich hoffe es, dass es enthüllt wird. Und ich suche dann auch noch andere Aspekte, die ich jetzt noch nicht gefunden habe. Na, das mit dem Spiegelpunkt geht sich nicht aus. Habe ich als erstes geschaut. Aber das ist ein bisschen zu weit draußen. Sonne 5 Grad, 24, Mond ist schon auf 27 Grad. Das ist schon Spiegelpunkt. Das ist mir schon ein bisschen zu weit. Hat bestenfalls den Beigeschmack von. Ja? Den Beigeschmack von ist deswegen wichtig, weil die Sonne ja Herrscher des 4. Hauses ist und damit für die Bevölkerung steht. Aber der Mond steht ja auch immer für die Bevölkerung. Also das heißt, bei Mond Pluto weiß ich, dass es hier um das Leid der Bevölkerung geht. Und das Leid der Bevölkerung hängt womit zusammen? Mit Pluto, mit dem Frostschutzthema. Und jetzt kommt noch eine zweite Zusatzinformation dazu. Wir sehen Mond auch als Herrscherin des 2. Hauses. Könnten schon Schützegrade sein, das ist eine knappe Geschichte. Ja genau, 2008 ist bereits auf Schützegraden, die gehen von 20 bis 20 Grad 30. Ja, wäre spannender gewesen, wenn es noch auf Skorpiongraden gewesen wäre, aber egal. Und wir sehen hier jetzt auf dem Finanzsektor, der auch die Bevölkerung betrifft, Schütze 2 ist ja auch im Krebs, und hier Schütze ist Ungeduld, Rasanz, hier kommt etwas Schnelles, ja, irgendeine schnelle Entwicklung kommt, und das haben wir in beiden Zahlenreihen. In der neuen Zahlenreihe haben wir die 16 und in der alten Zahlenreihe haben wir die 38. Ja. Also das heißt, hier kommt jetzt irgendeine schnelle Entwicklung auf dem Gebiet der Finanzen. Ich habe versprochen, das Wort Crash, hier und da ist es mir mal aus dem Mund gerutscht, ja, aber ich möchte es nicht mehr im Zusammenhang mit dem Thema Finanzen verwenden, aber ich habe immer wieder gesagt, wenn wir so etwas sehen, Herrscher von 2 in 8, dann kann es sein, dass das Geld an Wert verliert. Ja? Das wäre möglich. Ja? Das wäre möglich. Das heißt, wir haben hier um den 8.12. herum einen möglichen Termin. Ich sage nicht, dass es kommt. Ja? Bitte, ja, du hast doch gesagt, das kommt daran. Ich sehe ja nur, was da drinnen steht. Ja? Es tut mir leid, es steht hier drinnen. Es heißt nicht, dass es in der Realität kommt. Ja? Bitte Verzeihung. Immer, es ist hier Energie. Ich sehe hier Energiekonstellationen. Das heißt nicht, dass es in die Realität kommt. Du weißt doch, das ist wie mit dem Neujahrshoroskop. Milliarden Menschen glauben, dass es so kommen wird. Na, dann wird es so kommen, weil es mit Energie besetzt wird. Das heißt, hier sehe ich Herrscherin von 2, Mond im 8. Haus in Konjunktion
Konjunktion mit sechsten Haus würde auch bedeuten, dass das Finanzsystem krank ist, dass es hier große Probleme mit dem Finanzsystem gibt und dass wir was haben? Ein großes Machtspiel. Ein großes Machtspiel in Zusammenhang mit Finanzen, zweites Haus und erstes Haus, wird das ganze Land betreffen. Ja? Dieser Aspekt wird das ganze Land betreffen, weil er 1 und 2 betroffen ist. Das heißt, hier sehen wir das große Machtspiel mit Finanzen, zweites Haus, im ganzen Land. Und das könnte zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, ja, das könnte bedeuten, dass Hausnummer die Banken geschlossen haben. Ein Beispiel, eines von möglichen. Die Bankomaten haben zum Beispiel Wartungsarbeiten. Du weißt ja, telefonische Zeitauskunft damals, wie war das? Es wird mit dem Sommerton 7 Uhr und 52 Minuten, tüt, ja? Aber eher, da ist das andere Tonbandel dann dieses, wie heißt das, seien Sie bitte nicht ungehalten, wenn Sie sich noch ein wenig gedulden müssen, ja? Und das ist es. Das heißt, hier würde ich eher vermuten, eher verorten, dass den Menschen jetzt der Zugang zu Geld, sagen wir, erschwert wird. Okay? Können wir uns vielleicht auf diese Begrifflichkeit einigen? Und ich glaube, da liege ich jetzt vom Gefühl her. Du weißt ja, das habe ich immer wieder gesagt, bei Aspekten muss ich mich hineinspüren. Ja? Das nur aus irgendeinem Lehrbuch herauszulesen, das wird nichts, das geht nicht. Ja? Hier muss man sich einspüren, weil wir haben hier einige Komponenten, die hier zusammenspielen. Ich würde sagen, einigen wir uns, vielleicht ist das sogar der Titel dieses Videos, dass der Bevölkerung der Zugang zum Geld erschwert wird. Wie komme ich auf Bevölkerung? Na, erstens einmal, weil es Mond ist und zweitens einmal, weil wir hier einen verschlapften, also einen müden, einen schwachen Spiegelpunkt zur Sonne haben und immerhin ist die Sonne Herrscherin von 4 und Herrscherin von 3. Und hier sehen wir auch Sonne, Herrscher von 3 und von 4, eingeschlossen im sechsten Haus, die haben eh schon Schwierigkeiten. Und hier kommen sie im sechsten Haus an irgendetwas nicht heran. Was ist es, woran sie nicht herankommen? Naja, das könnte sich hier um das Geld handeln. Und das würde dann diesen müden Spiegelpunkt logisch erklären. Aber wie es halt immer so ist, viele Dinge erscheinen im Horoskop vollkommen logisch und geschehen wird dann möglicherweise etwas komplett anderes. Aber ich kann nur sagen, was ich hier drinnen sehe. Es tut mir leid, ja. Ich sehe hier drinnen den erschwerten Zugang zum Geld für die Bevölkerung, aber auch für Wirtschaft, Handel und Industrie. Weiter zum dritten und letzten Teil. Ende.